bin auf dem Weg zu einer besonderen Verabredung. Gleich geht mein Flugzeug nach Italien. Ich fliege dahin, weil ich dort Rauf treffe. Das ist ein Flüchtling aus Afghanistan. Der war 4 Jahre in Deutschland und dann sollte er plötzlich abgeschoben werden. Ja, und dann ist er abgehauen. Mich interessiert, wie geht so eine Geschichte weiter und kann man von der Abschiebung einfach davonlaufen? Um das zu klären, fliege ich jetzt nach Triest. A26, da sind wir. Das ist übrigens Rauf. Also das ist das einzige Bild, was ich jetzt von ihm habe. 26 ist er, das weiß ich. Wenn ich mir das vorstelle, eigentlich immer nur weglaufen zu müssen, vor Behörden, vor der Polizei, ihm vor der Angst abgeschoben zu werden. Ja, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, wie das wirklich ist für einen selbst, weil ich gehe hier durch, steige ins Flugzeug und fliege, wohin ich will. Der nächste Morgen. Ich mache mich auf die Suche nach Rauf. Also da bin ich und Rauf hat mir auch schon einen Zettel geschickt mit seiner Adresse. Fornotti oder Fernetti, das ist ein ganz schönes Stückchen weg, 11 Kilometer Luftlinie. Buongiorno. Die Flüchtlingsunterkunft liegt irgendwo außerhalb der Stadt. Das Taxi stoppt schließlich 300 Meter vor der slowenischen Grenze. Grazie. Hier soll es also sein. I'm searching for number 16. Nee. Ich würde es jetzt noch mal da links versuchen. Da, wo die Polizei herkommt. Aber ich glaube, da vorne kommt Rauf. Also jedenfalls sieht er mir so aus wie auf dem Foto. Hi, du musst Rauf sein, oder? Hi, Sebastian. Ja, passt. Hey, schön, dass ich dich gefunden habe. Ja. Jetzt möchte ich mir erstmal Raufs Geschichte erzählen lassen. In seiner Unterkunft dürfen wir nicht drehen, also schlägt er vor, in die Stadt zu fahren. Und das macht er eh fast jeden Tag, denn hier hat er nichts zu tun. Okay, 11.56 Uhr. Ja. Ja, das sind können wir zu Fuß gehen, eine halbe Stunde zu Fuß, dann können wir mit Bus fahren. Ja gut, dann laufen wir jetzt, anstatt anderthalb Stunden auf den Bus zu warten. Rauf bittet mich, dass wir ihn im Film unkenntlich machen. Er hat Angst, Probleme mit Behörden zu bekommen. Unterwegs merke ich dann schnell, Rauf hat vor allem einen Wunsch. Er will legal in Deutschland leben. Eigentlich ist Triest ja so ganz schön. Ganz schön, ja, alles schön. Aber dir gefällt es trotzdem nicht, ne? Warum nicht? Was fehlt dir hier? Ich vermisse nur in Deutschland, ehrlich gesagt. Du vermisst Deutschland? Nur so. Was vermisst du denn an Deutschland? Ja, Menschlichkeit, freundlich. Verstehst du mich, Menschen, weißt du? 4 Jahre hat Rauf schon in Deutschland gelebt. Er hatte eine Wohnung und einen Job, der ihm Spaß gemacht hat. Du wurdest eingeladen zu einer Firmenfeier. Ja, Firmenfeier. War das deine erste Firmenfeier? Echt, ja. Ja, wie war das? Das war echt geil. Echt so geil. Es gibt auch ein Spiel, damit zum Beispiel ich weiß man nicht, was er gebracht hat. Mhm. Zum Beispiel in die Papier. Ach so, ein Geschenk, also das war eine Weihnachtsfeier, ja, oder? Und jeder musste ein Geschenk mitbringen, ja. Wichteln. Ja, was ist drin? Ja. Ja, da habe ich gesagt, ja, Schokolade bekommen und ein Glas Tee von der Firma. Mhm. Ja, und dann sonst Spaß gehabt, ohne zu reden. Mhm. Ja. Doch dann änderte ein Brief einfach alles. Ist Ruhe. Ist das der Brief? Ja. Darf ich mal sehen? Ja, ja. Mit Bescheid von so und so wurde Ihr Antrag auf Asylanerkennung abgelehnt. So, also der Brief ist vom 1.9. und hier steht dann, die Ausländerbehörde gibt Ihnen die Gelegenheit bis zum 18.9., also nicht mal innerhalb von 3 Wochen, freiwillig das Bundesgebiet zu verlassen. Das ist ja dann auch schon zackig. Also wie soll man das innerhalb von 3 Wochen machen, von Deutschland nach Afghanistan? Wusstest du denn während der Zeit, dass das irgendwann passieren kann, dass du abgeschoben werden sollst? Nein. Wusstest du nicht? Überhaupt nichts. Du dachtest, jetzt bin ich hier, ja, jetzt weil, kann ich Deutsch, jetzt ja, kann ich bleiben. Da habe ich Hoffnung gehabt, ja. Wegen der Schule, Lernsprache und dann mit Ausbildung und dann die Wohnung. Ja, ja, kann hier bleiben. Ja, ist nicht wie andere, ja. Da kann ich alles so. Okay. Habe ich überhaupt nicht gewusst. Und dann kam es ganz plötzlich. Ja. Hast du dir da kurz überlegt, dass du freiwillig gehst oder war das für dich ausgeschlossen? Auf keinen Fall würdest du. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja. Was würde mit dir passieren, wenn du jetzt
wieder in Afghanistan wärst? Ja, erste Mal, da wo ich wohne, ja, bei mein Onkel, ja, der war schon lange beim Taliban. Hat mir gesagt, okay, der Ruf muss ich lernen, Koran, da bei uns auch die Amerikaner und so, bei uns muss ich gegen die unglaubliche Mensch kämpfen. Also der, dein Onkel, der bei den Taliban ist, hat gesagt, du musst jetzt mal gegen die Amerikaner kämpfen. Ja. Die Jacke, die Bombe, Jacke ist selbstmordbereit, wie kann man sagen. Da wurde wirklich über Selbstmordattentäte so... Ich habe erst einmal studiert, bisschen. Wie kann man das machen? Ich habe auch studiert, bis ein paar Monate. Die Jacke habe ich angezogen. Also du hast wirklich gelernt, ein paar wie man so eine Sprengstoffweste anzieht und was man da machen muss. Ja, mit Waffen, wie kann man das schießen? Und deswegen bist du dann abgehauen? Abgehauen einfach, ja. Ja. Ein Onkel bei den Taliban und er selbst im Terrorcamp. Kein Wunder, dass Rauf aus Afghanistan geflohen ist. Als er dann im September trotz seiner Geschichte den Abschiebebescheid bekam, konnte er einfach nicht mehr. Den ganzen Tag in Tuch so traurig, oder? Ich kann nach Hause gehen, wieder in der Uhr soll ich jetzt hingehen. Was soll ich machen? Selber umbringen, oder was? Da hast du aber kräftig. Ja. Und hier auch, auf der Brust auch? Ja. Mit einer Glasscherbe schnitt sich Rauf Arme und Brust auf. Tagelang lag er im Krankenhaus, danach wurde er in der Psychiatrie behandelt. Doch sofort nach der Entlassung packte ihn wieder die Angst vor der Abschiebung. Spontan flüchtete er deshalb nach Italien. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt eine Chance hat. Also eigentlich gilt der Abschiebebescheid, jetzt ist er hier in Italien und wenn die ihn zurück nach Deutschland schicken, dann wird er von dort aus abgeschoben. Denn genau das regelt das sogenannte Dublin-Verfahren. Weil er in Deutschland schon ein Asylverfahren hinter sich hat, kann er innerhalb der EU eigentlich kein zweites Mal Asyl beantragen. Das hatte Rauf ja auch nie vor, denn er wollte immer nur in Deutschland bleiben. Ja, da bist du in Lederhose. Ja. Das ist in deiner Wohnung? Ja. Und das ist auch deine Lederhose? Ja. Ja. Wann hast du die angezogen, zu welcher Gelegenheit? Ja, das war am letzten Jahr, 2016. Ich wollte nur anziehen, ja. Du wolltest sie einfach mal... Ja, wie schaust du? Auch sein ehemaliger Chef bei einem deutschen Autozulieferer würde ihn sofort wieder einstellen. Arbeitet ja. Es ist einfach sehr schade, dass wir sie nicht weiter bei der WMU Bavaria GmbH beschäftigt dürfen. Unmöglich. Entscheidung der Behörde, alles gut für sie. Darf ich mal? Ja, schon. Das war dein Chef. Sie waren ein wichtiger, wertvoller und guter Mitarbeiter. Das ist ja ein tolles Lob, ne? Er hat auch ohne Ende geholfen, ein paar Briefe geschrieben, ja. Mhm. Aber es hat nichts gebracht. Für Rauf ist das total schwer nachzuvollziehen, warum er überhaupt diesen Abschiebebescheid bekommen hat. Das ist mir jetzt gerade noch mal klar geworden. Der zählt immer auf, ich war 4 Jahre in Deutschland, ich habe da meine eigene Wohnung, ich habe da gearbeitet, ich habe Deutsch gelernt, also eigentlich genau das, was ja alle immer fordern, dass man sich integriert, sich ein Leben aufbaut, all das hat er gehabt. Und deswegen versteht er nicht, wie man ihn abschieben kann. Deutschland schiebt aber aktuell wieder nach Afghanistan ab. Das Innenministerium hält zumindest Teile Afghanistans für hinreichend sicher. Dass Rauf dort Tod und Folter durch die Taliban drohen, haben ihm die deutschen Behörden nicht geglaubt. Hast du denn jetzt noch manchmal Kontakt zu deiner Familie in Afghanistan, also zu deiner Mutter zum Beispiel? Ja. Und was sagen die? Was raten die dir? Jetzt raten die zu mir, kannst du da bleiben, dann wirst du hier fix und fertig. Mhm. Also Hauptsache irgendwo hier in Europa. Ja. 2 Tage später sagt mir eine italienische Flüchtlingsorganisation, dass Rauf in Italien erstmal keine Abschiebung nach Afghanistan droht. Wenn er Glück hat, darf er aus humanitären Gründen in Italien bleiben. Das scheint momentan seine einzige Chance zu sein. Aber auch das ist längst nicht sicher. Jetzt fährt Rauf wieder in seine Unterkunft und so vergeht irgendwie jeder Tag. Er wartet darauf, dass hier eine Entscheidung fällt und wahrscheinlich weiß er, dass die Chancen nicht so wahnsinnig gut stehen, dass er wieder nach Deutschland kann oder dass er vielleicht überhaupt in Europa bleiben kann. Und das ist schon richtig bitter.